Oh Leute, wir werden uns heute was Goldenes verdienen in Killer in Purple Remastered. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Willkommen bei eurem Tjulfer und ihr seht es oben rechts. Full Release Version 3.0.4. Im letzten Video waren wir noch in Version 3.0.0. glaube ich, oder Punkt 1. Es gab eine Menge Updates, seitdem ich das letzte Video aufgenommen habe. Es wurden ein paar Sachen gefixt, es wurde scheinbar noch ein Easter Egg hinzugefügt und ich wurde darauf hingewiesen, dass es von diesen goldenen Statuen hier unten 3 Stück gibt. Wir haben nur 2. Das geht nicht. Wir besorgen uns heute die 3. Statue, Leute. Und es gibt auch ein Extras-Menü, was mir gar nicht aufgefallen ist. Das schauen wir uns am Ende vom Video an. Und wir gehen mal als Glitchtrap rein ins Game. Im Prinzip ist es egal, glaube ich, mit wem wir jetzt reingehen für die 3. goldene Statue. Freunde, lasst auch gerne wie immer einen Daumen nach oben und ein Abo natürlich da auf dem Channel. Kuss geht raus für den Support. Wir gehen mal als Glitchtrap rein. Wie gesagt, eigentlich ist es, glaube ich, egal. Denn was wir machen müssen, ist jetzt die neue Remastered-Version vom Scott Bossfight machen. Wir können ja hier in Killer in Purple gegen Scott Cawthon, den Erfinder von FNAF, kämpfen in einem Boss-Battle, um die letzte Statue freizuschalten. Und ihr wisst ja, Freunde, wenn man in einem FNAF-Game alle 3 Sterne, alle 3 goldenen Sachen, whatever, freigeschaltet hat, kommt meistens noch was dazu. Ich hoffe, es ist auch so in Killer in Purple. Der Entwickler meinte nämlich, es gibt noch Secrets, die noch nicht gefunden wurden. Ich werde der Erste sein, Mann. Deswegen besorgen wir uns jetzt mal die 3. Statue. Für den Bosskampf müssen wir 5-mal auf das Telefon klicken, war das, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ja, es war definitiv 5-mal auf das Telefon klicken. Wo ist er? Alter, guck mal, die Animatronics haben rote Augen wie im Film. Wo ist Scott? Wo ist Scott? Alter, das sieht crazy aus. Das sieht richtig crazy aus, hier mit den Augen. Wo zur Hölle ist Scott? Wo ist Scott? Er hat 100 Leben. Warte mal, wo ist er? Oh, da kommt er! Foxy hat auch rote Augen übrigens. Bro, chill! Ich habe ihn getroffen einmal. Warte, was hat er? Nee! Warum? Ah, mein Messer hat einen Cooldown. Okay, jetzt Angriff. Zack, nur noch 90 Leben. Alter, kann man raus? Wow, wir können draußen gegen ihn kämpfen. Das ist neu. Ist er eben von draußen auch gekommen? Okay, wir müssen den Bosskampf gleich nochmal triggern. Das will ich mir angucken, ob der hier reingerannt kommt, so. Ey, jetzt ist es auch voll dunkel hier. Guck mal, wie cool das Auto jetzt aussieht. Let's go. Alter, wir vermöbeln Scott auf dem Parkplatz vor einer FNAF-Location. Was geht ab, Freunde? Life Goals. Warte, Angriff, zack. Puh. Alter, wir müssen übel aufpassen, dass er uns nicht zu viel Damage macht. Ich weiß nicht, wie viel er mit einem Hit macht, aber ich will es auch nicht rausfinden gerade. Warte, zack, Damage, let's go. Okay, ich glaube, viel mehr ist der Kampf auch nicht, ne? Ich glaube, viel mehr müssen wir jetzt auch nicht machen. Außer aufpassen, dass wir nicht getroffen werden und ihm zwischendurch genügend Schaden reindrücken. Okay, aber dann, ey, wir müssen gleich unbedingt nochmal den Fight triggern. Ich frage mich jetzt wirklich, weil ihr habt ja gerade eben gesehen, wie lange es gedauert hat, bis er hier war. Sonst ist er immer mitten hier vorne im Raum gespawnt und dann hat sich sein Leben so langsam aufgebaut. Aber gerade ist er, oh, ist er ja offensichtlich von draußen reingerannt gekommen. Er hat ja auch die Türen aufgemacht. Das will ich gleich checken. Okay, ich drücke ihm mal genug Damage rein, bis wir gewonnen haben. Ich bin auch vorsichtig, versprochen. So, Scott hat nur noch 10 Leben. Wir haben immer noch 100, weil wir Profi sind. Wir sind besser, wir sind Glitchtrap. Wir haben keine Angst vor Scott. Zack, nur noch, warte mal, wird er schneller? Nee, wird er nicht. Okay, warte. Jetzt noch einmal das Messer aufladen lassen und dann hauen wir ihm das Ding nochmal rein. So, come on und zack! Yes! Scott Cawthon besiegt. Den Scott-Boss fertig gemacht. Er löst sich hier jetzt auf. Er löst sich auf und wir haben 3 Statuen im Menü. Let's go! Wir haben alle 3 Statuen im Menü freigeschaltet. Goldener Scott, goldene Pit-Bonnie-Statue, Pit-Spring-Bonnie und die goldene Goldie-Statue. Okay, was bringt uns das jetzt? Was habe ich noch freigeschaltet? Was habe ich damit bekommen? Haben wir irgendwas Neues? Irgendwas Geheimes? Okay, Dreadbear ist nur während Halloween. Freddy Frostbear nur während Weihnachten. Okay, wir haben die Beschränkungen jetzt wieder. Die hatten wir vorher nicht. Okay, keine neuen Animatronics. Irgendwas Neues im Shop?
Nein. Was Neues im Extras-Menü vielleicht? Wir gehen mal ins Extras-Menü. Wir schauen mal nach. Wir müssen gleich auch noch zu Old Man Consequences. Yo, was geht denn hier ab? Natürlich die besten Poster aller Zeiten, Freunde. Alle coolen YouTuber sind hier drauf. Ich auch. Der allerechte. Okay, aber wir gucken uns das Extra-Menü gleich nochmal ausführlich an. Ich will wissen, ob wir mit den goldenen Statuen noch irgendwas Zusätzliches freischalten. Okay, ich habe gerade nochmal genau in die Update-Logs reingeguckt, Freunde. Da sind mir zwei Sachen aufgefallen. Erstens, keine Ahnung, was man für einen Bonus hat, wenn man alle drei Statuen hat. Vielleicht gibt es auch gar keinen Bonus. Aber wir haben ja Eljanor freigeschaltet vor ein paar Videos. Und Eljanor hatte keine Spezialfertigkeit. Eljanor hat aber jetzt eine Spezialfertigkeit. Das heißt, wir gehen mal als Eljanor rein ins Game und schauen uns mal an, was sie jetzt kann. Zwei Sachen. Erstens sitzt sie nicht mehr so doof rum, sondern läuft jetzt. Also, sie steht, sie läuft sowieso. Sie ist auch vorher gelaufen. Aber sonst, immer wenn wir angehalten haben, hat sie sich ja so hingesetzt. Das macht sie nicht mehr. Und sie hat die Tinker-Fertigkeit. Anzüge sind doppelt so viel wert für 10 Sekunden. Also genau das, was eigentlich, also das Gegenteil von der Circus-Baby-Fertigkeit. Die Circus-Baby-Fertigkeit ist, dass Kinder doppelt so viel wert sind. Hier sind es die Anzüge. Das heißt, wenn wir die Kids in die Anzüge reinhauen, kriegen wir doppelt so viel Kohle. Was sogar die bessere Fertigkeit ist, ja? Weil wenn wir die Kinder in den Anzug reinstecken, kriegen wir immer gleich viele Punkte. Ja, also ob wir ein Kind von FNAF 1 oder von den Geisterkindern in den Fredbear-Anzug stecken, sind jedes Mal 500 Punkte. Aber doppelte Punkte auf die Kinder ist weniger wert, weil die Kinder alle unterschiedlich wert sind. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich habe es kompliziert erklärt. Auf jeden Fall ist die Fertigkeit besser als die von Circus Baby. Ja, so viel können wir schon mal sagen. Und hier ist jetzt Ballora in der Bühne. Ist das schon immer so oder nicht? Keine Ahnung. Aber wir testen mal die Fertigkeit von Eljanor aus. Wir nehmen mal die ganzen Kinder hier aus der Sister-Location, nehmen wir schon mal schnell mit. Bis runter ins Fredbear Family Diner. Und hauen die da alle in Fredbear rein für massive Punkte. Um das mal zu testen. Und um es schon mal als Spoiler vorwegzunehmen, scheinbar hat die Maxis-Einheit auch eine neue Fertigkeit. Obwohl die Maxis-Einheit schon eine hatte, hat sie scheinbar noch eine Fertigkeit bekommen. Plus, nein, warte, die Maxis-Einheit hatte gar keine Fertigkeit. Stimmt, oh! Hier ist eigentlich... Oh, das Wasser ist auch neu. Hier war eigentlich Wasser? Lol. Wusste ich nicht. Wusste ich nicht. Okay, krass. Deswegen wird auch manchmal die Sicht hier so komisch, wenn man hier durchläuft. Ey, bitte nicht ertrinken. Bitte nicht ertrinken, Kinder. Ist die Gestalt noch da hinten? Ja, die Gestalt ist noch da hinten. Okay, warte. Wir nehmen die Kids mal mit hier rein und testen mal die Fertigkeit. Hat sich hier drin auch irgendwas verändert? Nee, hier ist noch eine Bühne mit so einer Foxy-Zeichnung. Hier sind irgendwelche anderen Zeichnungen. Hier sind Sicherheitsregeln und so weiter und so fort. Aber keine anderen Sachen, die sich verändert haben. Okay, kommt mal alle hier rein, bitte. Ich muss die neue Fertigkeit ausprobieren. Danke für eure Aufmerksamkeit. So, kommt mal hierher. Zack, zack, zack. Wir machen die mal alle platt. Easy, easy. So. Und was haben wir? 10 Sekunden haben wir nur den Anzugbonus. Wow. Okay, warte. Wir aktivieren. Okay, rein da. Das sind dann jetzt jedes Mal 1000 Punkte, ne? Ja, 1000 Punkte, aber nur für 10 Sekunden. Das ist doof, weil die Kinder immer... Nee! Zack! Oh. Alter, jetzt muss man das immer aufladen lassen. Weil die Kinder nicht direkt neben dem Anzug liegen bleiben, wenn man die absticht. Das ist ja doof. Jetzt muss ich immer die Fertigkeit aufladen, damit ich Punkte bekomme. Also die Fertigkeit hätten wir wirklich... Also ein bisschen länger hätte wirklich nicht geschadet, Freunde. Ich meine, es sind nur 30 Sekunden Cooldown. Es gibt Schlimmeres. Aber um entspannt Punkte zu sammeln, wirklich nicht so gut. Ich stecke die jetzt wirklich da rein. Wir brauchen ja keine Punkte mehr. Ja, ich wollte es nur gerade mal testen. Aber man schafft vielleicht in den 10 Sekunden, zumindest in dem Level hier unten, nicht so viel. Weil die Kids halt wirklich... Vielleicht muss man sie wirklich bis hier hinten in die Ecke reinbaiten und dann einfach mit dem Messer reinhämmern wie so ein Irrer. Damit das funktioniert ordentlich. Weil ein guter Punkteboost ist es definitiv, sobald man Eljanor noch freigeschaltet hat und Max es noch braucht, ist es definitiv gut, um schneller an Punkte zu kommen, ja. Weil ihr wisst ja, die Maxis-Einheit hat mal eben ganz entspannte 250.000 Punkte gekostet. Und wenn man sich das... Oh. Sorry, ich hab dich vergessen. Warte, ich krieg dich noch rein. Zack! Noch für 1000 Punkte reingekriegt. Perfekt. Okay. Ja, Maxis-Einheit kostet 250.000 Punkte.
Die muss man natürlich erstmal irgendwie bekommen. Und das ist schon wirklich Pain. Diese 250.000 Punkte sich zusammenzufarmen. Glaubt es mir, Freunde. Da kommt wirklich kein Spaß bei auf. Okay, aber das ist die Fertigkeit von Eleanor. Ich glaube, mehr gibt es hier nicht zu sagen, außer dass sie sich jetzt nicht mehr hinsetzt und so. Sehr nice. Gehen wir mal zurück ins Menü und wählen mal die Maxis-Einheit aus und checken mal da die Spezialfertigkeit. Und die Spezialfertigkeit trägt den tollen Titel Crack Firewall. Okay, kann ich mich auch bitte bewegen? Jupp, ich kann mich weiterhin bewegen, ganz normal, wie die Maxis-Einheit sich halt bewegt. Turbo Creepy. Crack Firewall. Wir können uns zu Level 2 teleportieren. Das wird daran entschieden, welches Level am nächsten zu dir ist und wählt das nächste Level aus. Aktivieren. 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 Wow. Wir können uns jetzt einfach so, Alter, wir können uns ohne Delay durch alle Level durchteleportieren. Guck mal, Level 1, 2, 3, 4. Immer rein in den Safe Room. Habt ihr es gesehen, Freunde? Der beste YouTuber der Welt hängt hier an der Wand. Okay, das ist die Fertigkeit von der Maxis-Einheit. Teleportation zwischen allen Leveln nahtlos. Eigentlich ganz cool. Finde ich eine coole Fertigkeit. Ich meine, das ist ja auch das, was die Maxis-Einheit macht. Sich teleportieren und immer da sein, wo wir sind in Ruin. Also an sich definitiv nicht verkehrt. Zack. Zack. Nice. Finde ich cool. Und angeblich hat Pit Spring Bonnie auch eine neue Fertigkeit. Wir öffnen mal Pit Spring Bonnie, schauen da auch mal rein. Wurden hier erstmal überall neue Fertigkeiten verteilt im Update. Also Pit Spring Bonnie auswählen. Wir gehen in die FNAF 1 Location rein. Und gleich machen wir natürlich nochmal den Scott-Kampf und schauen, wo er langkommt. Hypnotize Kids. 10% Chance, alle Kids. Hä, das ist doch die gleiche Fertigkeit wie vorher, oder nicht? Wait. Hä, das ist die... War, bin ich lost? Das ist doch die gleiche Fertigkeit wie vorher, oder nicht? Oder hatte sie weniger Cooldown? Hatte das Ding vorher weniger Cooldown? Ey, keine Ahnung. Okay, weiß ich nicht. keine Ahnung. Oder kann das Ding... Oder hat Pit Spring Bonnie im Bosskampf eine neue Fertigkeit? Dass Pit Spring Bonnie im Bosskampf irgendwas Neues machen kann. Könnte auch sein. Das werden wir gleich auf jeden Fall mal testen im Pit Spring Bonnie Bossfight. Ob sich da vielleicht was geändert hat. Vielleicht kann Pit Spring Bonnie da jetzt irgendwelche neuen Sachen. Wir sind ansonsten jetzt mal als Scott drinne. Denn was auch in den Update-Logs stand, ich habe es eben schon mal erwähnt, gibt es hier noch Secrets, die noch nicht gefunden wurden. Und eins von diesen Secrets hat der Entwickler ganz explizit erwähnt als: Benutz Scotts Fertigkeit. Das Secret ist außerhalb der Map. Und es wurde noch nicht gefunden. Und wir wissen ja, dass der Entwickler auch in meinem Stream dabei war. Der hat auch meine Videos geschaut. Und er weiß, was wir schon alles gefunden haben. Also haben wir es auch noch nicht gefunden. Und wir haben schon viel gefunden. Aber scheinbar nicht das Richtige. Wir sollen Scotts Fertigkeit benutzen. Irgendwo außerhalb der Map gibt es ein Secret. Ja, weiß ich nicht, ne? Aber er hat explizit gesagt, was wir tun müssen. Damit hier rumfliegen. Also machen wir das jetzt mal. Wir benutzen Scotts Fertigkeit und schauen hier mal. Das Ding ist, wir haben ja hier diese Simulationsgrenze, die wir definitiv nicht verlassen können. Ja? Hier können wir auf jeden Fall nicht raus. Wir können aber durch die Wände und durch die... Wow. Okay. Und durch die Böden und durch die Decken durchgehen und so weiter und so fort. Das... Wow. Hey, wow. Alter, hat mich übel erschreckt. Auf einmal war es dunkel. Das hier ist die Sister Location. Warte kurz. Wenn wir hier reingehen. Jupp, das hier ist der Scooper. Da ist Funtime Freddy. Hier. Wow. Durch manche Sachen kann man irgendwie nicht richtig durch. So, hier ist die Sister Location. Genau. Hier drüben ist dieser eine Secret Raum. Den kennen wir ja schon. Das hier mit der Goldie-Statue. Hier ist diese Schattengestalt. Was ja quasi ein Hinweis ist auf Killer in Purple 2. Wo es auch, wo die Figuren ja alle so aussehen. Das haben wir auch schon gefunden. Ansonsten gibt es hier unter der Map... Da... Ja, wieder abgestürzt das Game. Wenn wir zu weit runter gehen, stürzt das Game ab. Weil da unten ist diese Grasfläche, ihr seht es. Aber da kommen wir nicht hin. Hier haben wir ansonsten Pit Spring Bonnie unter der Map. Das wissen wir aber auch. Er spricht halt irgendwas von einem Hohlraum unter der Map. Er nennt es einen Hohlraum unter der Map, den man erkunden kann. Was ist das hier oben? Ah, ich dachte gerade kurz, das ist Freddys Hut oder so. Lull. Okay, ja, hier oben haben wir noch eine Goldie-Statue. Oder so ein Plushie halt. Das haben wir ja auch schon gefunden. Ja. Das hatten wir auch schon gesehen. Grüß dich. Wie gesagt, er redet von einem Hohlraum
unter der Map. Und wenn wir zu tief halt unter die Map gehen, ihr habt es eben gesehen, dann denkt das Game sich auch, Bro, kein Bock. Meint er vielleicht hier irgendwo in diesen Felsen? Oder was meint er? Ich meine, Hohlräume sind ja quasi genug, wenn man sich in diesen Steinen hier umsieht, ne? Ich meine, hier könnte alles Mögliche drin sein. Ah, guck mal, das hier ist einfach nur eine Lichtquelle sogar. Okay, da oben ist dieser Wasserfall. Ja. Wenn wir hier jetzt weitergehen durch den Stein und was weiß ich. Kann man, oh, ach doch, das ist das. Warte, da war was? Da war gerade was, oder war das die Hand? War das die Hand von Scott? Irgendwas war gerade hier unten rechts. Vielleicht habe ich es auch nicht richtig gesehen. Warte, das hier sind Gebäudeteile. Was ist das hier für ein... Ah, und dann wird man wieder wegteleportiert. Och, Mann, oh. Wo wurde ich hinteleportiert? Warte, wo bin ich? Wo bin ich? Warte, was ist das hier? Warte. Nee, wir sind... Hä? Was ist das? Das ist die Fredbear's Family Diner Location, oder? Aber warum sieht die so komisch aus? Da drüben ist das Loch in der Wand. Ja, das ist die Fredbear's Family Diner Location. Aber warum? Warte, kann ich jetzt vielleicht die Simulationsgrenze verlassen? Wenn ich in diesem komischen Modus bin? Warte mal, ich gehe mal nach hier oben. Zur Straße. Warte. Ah ja, okay, nein. Ich kann die Grenze nicht verlassen. Ripperino. Okay, wow, ich falle! Game hat sich aufgehangen. Mist. Okay, Freunde, wir werden nochmal irgendwann nach dem Secret suchen. Aber ich habe echt keine Ahnung, was ich da jetzt noch machen soll. Wir triggern jetzt mal einfach nochmal kurz den Bosskampf von Scott, weil ich gucken will, wie er in die Map reingelaufen kommt. Ob dann er über die Straße oder so angerannt kommt, das wäre garantiert ultra lustig, wenn er so die Straße runtergesprintet kommt, um uns fertig zu machen hier drin. Er denkt ja auch so, wer drückt mein Telefon? Dem hau ich jetzt eine rein. Warte, ich will das mal schnell checken. Oder spawnt er einfach auf dem... Ah, okay, nein, er spawnt einfach da drüben. Ah, okay. Okay, ich dachte, keine Ahnung, dass er so von da hinten vielleicht angerannt kommt, um uns hier mies einen reinzudrücken. So eine Links-Rechts-Kombination. Zack, zack, boxt er uns. Zack, boom, Game over. Hat er uns weggefetzt, der Scott. Hat gar keinen Bock gehabt. Ansonsten gehen wir jetzt mal rein ins Extras-Menü. Wir waren ja eben schon kurz drinne. Aber wir gehen jetzt nochmal rein, weil hier gibt es echt coole Sachen. Zum einen können wir alle Animatronics sehen. Jetzt auch mit ihren neuen Texturen, mit ihren neuen Skins. Und es sieht schon, guck mal, wie das aussieht. Diese hochauflösenden Texturen sind schon babamäßig. Das ist schon wirklich nice. Und hier sehen wir auch die Erklärung, erstmal wie das ganze Spiel entstanden ist. Und hier dann zum Remaster, weil er wollte einfach ein Spiel nur programmieren für sein VR-Headset, hat Killer in Purple 1 programmiert und hat so viel dran rumgetüftelt, dass er ein komplettes Remastered gemacht hat, das, was wir jetzt hier haben. Hier haben wir noch die Level 4 Kids, die neuen Polizei-Officers. Hier haben wir Pit Spring Bonnie in der Pit. Hier haben wir noch mehr Animatronics. Das sind die Animatronics, die rumsitzen. Also das da sind alle spielbaren. Und das sind die, die teilweise in den Locations am Start sind, wo wir auch die Kinder reinstoppen, ne? Spring Bonnie, Fredbear sind neu, Scooper und so weiter und so fort. Und hier ist noch der Fahrstuhl, verschiedene Arcade Machines, das neue Schild. Und was haben wir hier noch? Noch irgendwelche Fun Facts? Ja, Remastered of the Game. Mhm. Okay, das ist eigentlich schon alles, was es hier im Extra-Menü gibt. Warte mal, als wer sind wir hier drinne? Warte mal, können wir Spezialfertigkeiten hier nutzen? Ich würde hier gerne auch mal die Map verlassen und schauen, was man hier so sehen kann. Vielleicht gibt es hier auch irgendwas zu entdecken. Boah, ich sehe gerade, das Game hat gerade kurz geleckt voll in der Aufnahme. Ich weiß nicht, ob man das, also bei mir hat es übel geleckt kurz in meinem Aufnahmeprogramm. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch geleckt hat. Aber das war's für dieses Video. Mal sehen, ob wir dieses sagenumwobene Secret, was es angeblich irgendwo gibt, noch finden. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Gerne den Channel abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dahin.